Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video geht es ein allerletztes Mal um unsere beste Freundin Lee Martin. Und ja, das ist auch wirklich das allerletzte Video, was ich zu diesem Thema hochladen werde. Ja, der gute Lee Martin, der hat gestern ein Video gegen mich hochgeladen, was auch schon echt ziemlich heftig war. Und ja, das Video, das habe ich auch striken lassen. Und das auch durch einen wirklich sehr, sehr guten Grund, das werdet ihr auch gleich sehen. Ja, ich werde als feiger Lappen und sowas dahingestellt und ja, der Einzige, der von uns beiden feige ist, ist meiner Meinung nach, ist das du. Ja, ich habe einer der wenigen ein Video gegen dich hochgeladen, wo ich einfach mal aufgedeckt habe, wie du deine Community seit mehreren Jahren verarscht und scamst. Ja, hast ja jetzt schon mittlerweile einen mittleren fünfstelligen Betrag durch Betrug und sowas alles eingenommen, aber das nimmt ja auch noch alles seinen Lauf. Darum soll es aber auch eigentlich gar nicht gehen. Und zwar hat der Lee Martin gestern mal ein Antwortvideo gegen mich hochgeladen und ja, in diesem Antwortvideo gab es natürlich nicht ein vernünftiges Argument gegen sein Video. Er ist nicht in einem Punkt mal darauf eingegangen, warum er seine Community verarscht oder so. Nein, in seinem Video ging es nur um Beleidigung und Bedrohung meinerseits und ja, ich werde euch jetzt auch mal und vor allem dir, Lee, werde ich jetzt mal den genauen Grund zeigen, warum ich dein Video habe striken lassen, weil dein heutiges Video hat ja direkt damit begonnen, ja, Polly, der feige Lappen, hat ja mein Video striken lassen und daran merkt man, dass du überhaupt noch gar nicht verstanden hast, was du überhaupt redest. Und ja, deswegen werde ich es euch einfach mal zeigen. Dann werde ich dir nicht nur deine kleinen Ärmchen und deine kleinen Beinchen brechen. Nein, ich werde dich anschließend fesseln und knebeln, werde dich in dein eigenem Auto in den Kofferraum schmeißen, werde zu dir nach Hause fahren und werde dir dann deine Chanel so tief in den Arsch stecken, dass ihre Schnurhaare dir durch den Hals wieder rauskommen, mein Freund. Ja? Genauso wird das ablaufen. Und einige Leute, die mich kennen, wissen, ja, dass ich keine Angst davor habe, das zu tun, ja? So, und ja, das hat meiner Meinung nach überhaupt nichts auf YouTube zu suchen und ich weiß nicht, wie man sowas noch unterstützen kann. Als ich die Kommentare unter dem Video gesehen habe, hey Lee, mach weiter so und ja, super Video, top und wie kann man sowas noch unterstützen? Ich meine, er hat gedroht, mich zu fesseln, zu knebeln und sowas. Sowas darf sich meiner Meinung nach nicht auf YouTube aufhalten. Und ja, das war auch auf jeden Fall mein kurzes Statement-Video und das wird auch das letzte Video sein zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.